Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Imperium Galactic Survival Private. Da sind wir nämlich aktuell mal wieder. Und ich habe natürlich wieder ein bisschen weitergemacht und hast du nicht gesehen. Jetzt kann es allerdings sein, dass diese Woche, also wo das eigentlich kommen soll, sogar Together-Aufnahmen stattfinden. Das finde ich sehr schön. Dann wird das hier eine Woche verspätet worden. So ist das jetzt momentan. Ja, was habe ich gemacht? Zunächst mal habe ich eine Werft gebaut, die zeige ich euch gleich. Ich habe ein bisschen Pentaxid noch zusätzlich gesammelt. Ich habe endlich mal einen See gefunden, wo auch ein bisschen was drin ist. Und ja, Alien Zorn war nebenbei noch ohne Ende drin. Das sind so die roten und die weißen Blumen, die ihr da unten findet. Und ja, bis dato tatsächlich nur ein, wo ich aber echt mal sagen muss, also hier. Ich glaube, hier bin ich reingeflogen und hier irgendwo bin ich rausgekommen. Oder hier bin ich reingeflogen. Kann auch sein. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, da war dann wenigstens mal ein bisschen was drin. Ja, aber alles, was ich eben aus dem Gesamten rausgeholt habe, ist halt das hier. Diese 35 Stück. 8 habe ich schon zu Hause, die habe ich auch schon umgewandelt. Die hatte ich in den kleinen Tümpeln, in 4 verschiedenen Tümpeln insgesamt gefunden. Und ich muss sagen, liebe Entwickler, an dem Punkt müsst ihr richtig nacharbeiten. Weil unter Wasser nichts zu sehen, ist ja schon schlimm genug. Ja, weil man sieht ja keine 5 Meter weit. Das heißt, man muss sich irgendwie durch die Wasseroberfläche durchbaggen, damit man überhaupt was sieht. Und das geht nicht. Also ein See darf auch klar sein. Der muss nicht komplett dunkel sein. Das ist nicht notwendig. Da kenne ich wesentlich klarere Seen. Da kann man bis zum Grund gucken. Ja. Und das Zweite ist, mitunter hat das Raumschiff einen Auftrieb gekriegt, den ich nicht mal mit den Steuerdüsen korrigieren konnte. Ja, der ging also einmal komplett, der hat irgendwas angestoßen, keine Ahnung, man bleibt an diesen Pflanzen überall da unten hängen, an diesen Meeresalgen und so ein Kram. Und da bin ich auch einmal so festgebackt, dass ich das Wake-up wieder draufschmeißen musste, weil ich das Schiff aus dieser Pflanze nicht rausgekriegt habe, obwohl ich die Pflanze weggemacht habe. Das war auch so ein Hammer. Aber das absolut Schlimmste ist wirklich, dass man da unten nichts sieht. Und dafür, dass das Pentaxid jetzt wirklich ein notwendiger Bestandteil ist, damit man zu anderen Planeten fliegen kann, muss man da einfacher rankommen, sprich, man muss es besser sehen, ohne dass man sich einen Ingame-Tag damit beschäftigt, das Zeug zu suchen. So sehe ich das. So, Oma hatte, das Gemecker musste jetzt mal sein, Oma hatte gesagt, in dem Together, ja, ich sollte doch einfach mal den Rider als SV bauen. Und das habe ich getan. Da ist er. Ein bisschen breiter, weil der hat hinten 3 Düsen. Da ist eine versteckt, da ist eine und da ist noch eine. Die sieht man gerade nicht wegen dem Gras. Ansonsten hier drinnen ziemlich gleich aufgebaut. Eine Menge Zeugs also drin. Ein bisschen breiter natürlich, wie gesagt. Und da oben ist ein Raketenwerfer temporär drauf. Das ist auch was Anständiges drauf. Da wollen wir nämlich dann gleich mal losfliegen. Ich habe auch einen kleinen CV gebaut, so einen kleinen Explorer. So, was das hier darstellen soll, könnt ihr euch vorstellen, denke ich mal. Und zumindest die Sci-Fi-Fans. Das ging leider nicht durchgehend, weil natürlich hier auch jeweils 2 Düsen sind. Und die Texturen konnte ich leider auch nicht drehen. Glaube ich zumindest, dass das nicht ging. Und deswegen leider sieht das dann so aus. Ansonsten vom Vorhin auch ziemlich ähnlich. 3 Scheinwerfer dran. Die nutzen einem Unterwasser allerdings auch nichts. Man sieht trotzdem nur 5 Meter. Ja. Und 2 fette Düsen dran. Ansonsten der Aufbau ziemlich gleich. Hier musste ich natürlich ein bisschen anders machen, weil dort jeweils links und rechts eine Minigun sitzt. Und ja. Also auch als SV macht er eine ganz nette Figur, wie ich finde. Ist so ein, ja, halt so ein kleines Shuttle. So, und jetzt müssen wir Richtung Westen. Sollte ich die Sekundärsysteme wieder anmachen. Die musste ich nämlich eben mal kurz ausmachen. In den kleinen Konstrukt habe ich jetzt festgestellt, könnte das Pentaxid übrigens nicht umwandeln. Zumindest habe ich da jetzt nichts gesehen. So, nach Westen habe ich gedacht, muss ich, ne? Dann wollen wir das doch mal tun. Das mit dem Scheinwerfern und dem Licht ist, ich meine, wir haben immer noch kein Radar. Das ist schon mal ziemlich bescheiden. Und wenn man dann nachts durch die Gegend fliegt und man sieht 5 Meter vorm Berg, dass man vor einem Berg vorfliegt, dann ist das nicht das, was man möchte. Wie gesagt, ich habe 3 fette Scheinwerfer drin.
Und da steht ja große oder breite oder wie auch immer Scheinwerfer oder lichtstarke Scheinwerfer, ist egal, so lichtstark sind die offensichtlich nicht. Das ist das eine und da ist schon die Base. Zeige ich euch gleich. Und ich konnte die jetzt auch nicht mehr. Hier, wenn ich jetzt mal hier reingehe. Ne, die habe ich, wenn dann in Sekundär drin, ne? Ja. So, hier kann ich die Lichtstärke nicht mehr ändern. Von diesen Scheinwerfern. Wieso nicht? So, und hier steht starke Lichtquelle für die Außenbeleuchtung. Eine starke Lichtquelle leuchtet weiter als 5 Meter. Muss ich mal so gesagt haben. Da kenne ich Baulampen, die leuchten weiter. So, das ist unsere Werft und unser Explorer. Die Werft, die zeige ich euch gleich ein bisschen genauer. Die ist aus Beton bis auf dieser Leuchtkranz. Das ist dann Stahl, sonst hätte ich die Texturen ja nicht draufsetzen können. Aber der Rest ist Beton. Und die zeige ich euch ein bisschen, gleich ein bisschen genauer. Und das ist ein Viereck von, schlag mich tot, 48x48, glaube ich. Wenn ich nicht irre, habe ich da 4 Stacks Stone reingeknallt. Also nicht Mehl, sondern wirklich Stone. So, ein kleines Gebäude drauf, das zeige ich euch dann gleich auch ein bisschen genauer. Jetzt wollen wir aber erstmal unseren SV landen. Ups. Und einmal runter wieder. Warum steige ich aus? Weiß ich nicht. Ich wollte den an sich erstmal landen und dann aussteigen. Das macht das Ganze ein wenig sicherer. So, und dann zeige ich euch gleich auch mal einmal den Explorer. Also ihr seht, die Säulen, ziemlich viele drunter. Ich habe jetzt immer 6er Abstand genommen, von wegen der Sicherheit. Wir haben ja im Together gesehen, auf Fläche, ist ja logisch, ne? Wenn ich jetzt 12x12 mache und eine Fläche reinsetze, bricht es mir zusammen. Hat eine gewisse Logik. Und deswegen habe ich hier immer 6x6 gemacht, was die Säulen betrifft. So, warum mache ich den jetzt so auf, weiß ich nicht. Ist auch egal. Hier habe ich auch noch ein bisschen was gemacht. Die Pflanzen sind jetzt deutlich mehr. Und den kann ich schon wieder abernten. Sehr schön. Da habe ich mal geguckt, von wegen diesen Adrenalin-Shots, die man ja machen kann. Lohnt sich nicht, bleibt beim Kaffee. Er hat halt auch einen Ausdauerwert von 50. Kostet einen Kaffee und, ich glaube, ein Wasser. Nee, Kaffee und irgendwas anderes. Ist ja auch wurscht jetzt. Auf jeden Fall, Ausdauer von 15 Kaffee hat einen Ausdauer von 250. Also von daher, ich weiß nicht, warum Adrenalin-Shot drin ist, ganz ehrlich. Lohnt sich nicht. Ist zu teuer und, das ist schon wieder am Weggammeln, das ist sehr schön. Kann ich auch rausnehmen. Und dann passen wir auch wieder, was waren das? 12, ne? So. Nein, der muss ich nochmal ran, weil der kann wieder aus. Da kann das Alien Zorn aber auch rein. So, machen wir rein. Das ist auch, da. Werde ich machen. Kannst du nebenbei. Kaffee habe ich jetzt immer noch in der Tasche. Will ich doch gar nicht. So, dann da muss ich hin. Warum ist der an? Weiß ich nicht. Und mir fehlen Metallteile. Die können... zu viel? Ne, es sind 600, passt schon. So, und dann kann ich die hier nochmal... Was waren das? 35, ne? Na super. Ich zähle da nicht nach. Ich schneide es einfach rein, wenn fertig ist. Das war eine Drohne. Da habe ich 4, 5 Stück von abgeschossen. Die muss ich gleich mit in den Explorer nehmen. Dann kann ich gleich noch ein bisschen nacharbeiten. Ich sehe schon. Wo haben wir denn die Munition? Kann ich jetzt gar nicht reinmachen, weil... Warte mal. 10, 20, 30, 35. Dann können die weg. Dann kann ich da auch die Munition reinmachen. So, davon hätte ich ganz gern ein bisschen was. Und davon hätte ich ganz gern ein bisschen was. Passt schon. So, jetzt lassen wir uns mal wieder ein bisschen Gammelzeug da reinmachen. Wird schon passen. Der Rest wird gefuttert. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz. Ja, geht doch, passt. Das kannst du sogar ohne zählen. Bitteschön. Kannst du futtern.
So, hier muss ich allerdings aufpassen. Hier tue ich mir nämlich regelmäßig weh, wenn ich hier rüberlaufe. Also langsam und schnell langsam. Sonst liege ich nämlich hier rüber bis hier vorne und tue mir richtig weh. Das ist mir x-mal passiert. Auch wenn ich hier runtergehe, muss ich echt langsam gehen, weil sonst tut er sich weh. Das merkwürdig. Ja, wie ihr seht, hier drin habe ich das dann mit diesen Leuchtdingern gemacht und das leuchtet nachts auch ganz nett und die roten Dinger bilden immer die Mitte. Das sind drei Blöcke und der mittlere des roten Blocks ist genau die Mitte. Und wenn ich dann jetzt hier mal hingucke, dann seht ihr, hier führt auch nochmal so ein Kreuz, das ist auch ein Betonkreuz und das zeigt dann die genaue Mitte an. Und den Explorer ist ein ganz kleines hässliches Ding, was massiv geschützt ist, zwei an der Seite, zwei vorne, zwei oben. Das zeige ich euch gleich auch genauer. Dann habe ich hier ein kleines Dach drauf und eine kleine Mauer. Und hier einfach nur die Versorgung, wie das halt so da reingehört. Ja, und da drunten habe ich dann langsam, wie gesagt, die Säulen gemacht in meinem 6er Abstand. Und den Beton selber da oben rot lackiert und hier halt Texturen drauf gesetzt. Ich finde das ganz hübsch. Und von daher wollte ich das mal mit Beton versuchen. Butter. Butter ist immer gut. Vor allem, wenn es kostenlos ist. So. Dann gucken wir uns jetzt mal einmal den Explorer an. Wie gesagt, so ein ganz einfaches Ding. Den nehme ich dann immer mit auf Planeten. So einen ganz einfachen CV. Aber das würde ich ganz gerne noch ändern. Was habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich... Achso, die Sachen. Das ist mir zu dunkel. Ich habe nämlich gesehen, das leuchtet nachts nicht ordentlich. Also muss ich den hier unten heller machen. Das soll ja ein bisschen leuchten. So, da ist das Cockpit. Dann geht es einmal durchs Cockpit in die Tür. Und auch darin. Und da haben wir dann jetzt hier unseren Kühlschrank, wo wir immer das reinpacken, was wir unterwegs futtern wollen. Da hinten habe ich noch zwei Kühlschränke. Dann habe ich hier die Kiste, wo eben dieser ganze Kram drin ist. So. Und da kommt dann auch jetzt das Ersatzzeug rein. Und die brauche ich gleich. Alle beide. Die nehme ich halt mit, damit ich unterwegs, wenn ich repariere, da verlieren wir immer Texturen und so ein Kram. Nein, Anhör. Dass wir auch immer gleich die Texturen wieder in Ordnung machen können. Deswegen habe ich die auch mit da drin. Ja, und dann hier halt Sauerstoff. Hier für unseren Warp-Antrieb. Das hatte ich gefunden. Das ist natürlich nicht so unheimlich viel. Eine ganze Menge Kisten, wie ihr seht. Einmal ringsrum. Zwei Munitionskisten, wo ich in beiden was drin habe, für den Fall, dass mal eine weggeschossen wird. Und hier fehlt jetzt das, weil ich sie alle einmal durchgeladen habe. Das ist ganz gut. Und da fällt mir auch weiter ein. So, dann Klonstation und Dingens hier. Da fällt mir auch was ein. Meine lieben Entwickler, solltet ihr jetzt sehen, wenn ich hier ans Cockpit gehe, ja, dann nehme ich ja hierauf Zugriff auf die Geschütze. So, die habe ich jetzt hier. Kann ich zugreifen. Das ist ja ganz schön und gut. Ja, wenn ich jetzt so auf die Geschütze zugreifen kann. Das Dumme ist nur, wenn ich in einem Gefecht bin. Und ich denke da jetzt mal an einen PvP-Server. Ja, wo man dann eben gegen andere Spieler spielt. Dann kann ich mir nicht über das Cockpit bei einem großen CV durch 30 Kanonen durchschalten. Ganz grobes Beispiel jetzt, ja, so einen richtig großen CV, durch 30 Kanonen durchschalten, bis ich dann endlich mal die Kanone gefunden habe, während die auf meinen Gegner zeigt. Bis dahin bin ich weg vom Fenster. Es war so schön, wo man hier direkt auf die Kanonen zugreifen konnte. Warum? Weil ich mir einfach einen Helm aufsetze, zu der Kanone hingehe, wo der Gegner, die auf den Gegner zeigt, und dann das Gegenkapelle. Anders ist es blödsinnig, finde ich persönlich. So, weil einfach zu lange dauert. So, alle schon wunderbar gruppiert. Jetzt machen wir die Sekundärsysteme mal aus. Dann können wir das Ding nämlich mal einschalten. So, jetzt haben wir auch Ströme und ich kann draußen mal sehen. Also die Kanonen bitte direkt Zugriff. Ja, dass ich vom All aus direkt auf die Kanone gehen kann. Oder schreibt meinetwegen dabei, vorne links, hinten rechts, dass man die benennen kann. Das geht natürlich auch, dann weiß man auch, wo sie sind. Aber ich habe da jetzt momentan 6 oder 8 Minigun-Geschütze drin stehen und ich weiß nicht, auf welches Minigun ich zugreife. Ja, wenn ich denn da zugreife. Und das ist
Nee, das ist doch richtig. Die Lackierung, die muss ich anders setzen. Die muss hell sein. Das muss leuchten. Richtig. So. Das ist schon wieder beinahe zu hell, ne? Haben wir hier nicht ein... sieht auch nicht aus. Das sieht auch nicht aus. Easy. Ach komm, machen wir den. Ist er denn? Naja, das dürfte hier nicht so doll aussehen. Nee, das machen wir hier so. Aber dann doch den hier. Ja. Nehmen wir den. Also bei manchen Sachen fragt man sich wirklich, was die Entwickler sich dabei denken, wenn sie das tun. Das heißt jetzt nur, dass man unter Wasser nichts sieht, obwohl man da wichtige Sachen wegkriegen muss. Oder sei es hier, dass man auf die Minigun-Geschütze nur noch so schwierig zugreifen kann. Auf einem ziemlich blöden Weg, der einen in einer Kampfsituation einfach mal, ja, auf gut Deutsch gesagt, das Leben kostet. So, das wollte ich jetzt nicht. Nein, der sollte in Schwarz. Das sind dann so die Punkte, wo man sich wirklich fragt, was denken die sich dabei, wenn die das machen? Ja? Jetzt habe ich ja schon wieder die Kanone. So. Noch einmal da hinten rum. Genau wie hier. Dass ich mir direkt mal wieder wehtue, nur weil ich hier runtergelaufen und dabei das letzte Stück geflogen bin. Oh, doof. Ach, da oben, da muss ich auch noch hin. Das sieht natürlich jetzt nicht so schön aus, aber wie gesagt, ich denke mal, ich werde auch nochmal einen vernünftigen Explorer bauen. Das ist halt nur, damit wir jetzt mal schnell nach Masperon einmal hin können und uns Zarkosium holen. Und das andere war, wie hieß denn das noch? Das wäre einmal der Lava-Planet, aber den kennen wir ja schon. Dann war das, glaube ich, Altis oder Artis oder so ähnlich, wo wir Restrum finden. Wo will der hin? Hallo? Selbstständige Drohne. Ja. Aber das ist, habe ich ja mittlerweile rausgekriegt von einer Weile. Das ist eher meiner Tastatur zu schulden. Das ist also nicht, wie ich eingangs dachte, ein Bug, sondern, obwohl ich den merkwürdigerweise habe ich das, ach nee, in 7 Days habe ich auch diesen Dauerhüpfer mit runter. Nee, passt schon. Ich glaube, dadurch ist mir dann letztendlich auch aufgefallen. So, geh mal rin. Schmeiß mal rin. Brauchen wir nicht mehr. Haben wir jetzt, glaube ich, alles durch. So, und dann habe ich hier links und rechts, habt ihr gesehen, habe ich auch nochmal eine Tür. Da ist dann, wo ich auch nochmal an die Ströme rankomme. Und wo ich halt hier die Generatoren stehen habe, hier ist der Warp-Antrieb. Auf der anderen Seite geht es nicht mehr durch, weil da habe ich noch einen Konstruktor stehen. Und den gibt es halt nur in einer Größe. Ja, deswegen kommt man hier geradeaus nicht mehr durch. Deswegen musste ich auch hier das Ganze so legen, weil dort ist eine Düse. Und deswegen hat der dort nicht mehr hingepasst. Ich hatte hier erst genau das gleiche wie auf der anderen Seite, was diese Dinger betrifft. Und dann im Nachhinein noch überlegt, du brauchst einen Konstruktor, eventuell mal. Und deswegen habe ich das dann mit eingefügt. Ach, das sieht schon wieder so doof aus. Warum ist das hier eigentlich eine Oberfläche? Also, dieses und dieses. Das finde ich auch nicht so schön. Aber ich glaube, das war... Deswegen hatte ich das wahrscheinlich auch dunkel gemacht. Das ist gut möglich. Oder ich habe mich jetzt vertan, aber das kontrolliere ich nicht jetzt. Jetzt müsste Pentaxid muss ja durch sein. Warte mal. Mach mal aus. Und das heißt, wir holen uns das Zeug jetzt. Und dann fliegen wir los. Oh. Dann fliegen wir in der nächsten Folge los, sehe ich gerade. Aber so seht ihr jetzt erstmal, was bisher so passiert ist. Und
ich hätte das echt am liebsten in einem Blau. Ich lackiere das auch nochmal um, wir haben eh die Folge rum. Und dann hole ich das Pentaxid und melde mich dann hier vom Dingens wieder. Das muss ein helles Blau dann... ich weiß nicht, das geht aber auch wieder nicht. Schwierig. Ganz schwierig. Geh nochmal an. Und gib mir das nochmal raus. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da, teilt es auf meinen Social Media. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Ja. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Also, bis dahin. Bye-bye.